Ja, also wenn man mich jetzt fragen würde, welche YouTuber ich feiere, weil ich da kurz drüber nachgedacht habe, in Bezug auf den Kanal, weil ich ja auch überlegt habe, wen feiere ich? Ich feiere auf jeden Fall Katja Krasavice. Das ist für mich eine absolute Queen. Ich finde nicht unbedingt alles gut, was sie macht. Aber ich finde, dass sie tatsächlich in der Hinsicht ein Vorbild ist, dass man so sein da dürfen soll, wie man eben ist. Und dass man eben das umsetzen soll, was man im Herzen trägt. Und dass man eben das auch erfolgreich umsetzen kann. Und das hat sie bewiesen. Und dadurch, also Katja ist mit meiner Nummer 1, was die deutschen YouTuber betrifft. Wen feiere ich noch? Onion Dog, Mr. Trash TV, natürlich Standard, die sind einfach nur witzig. Und ich, wie gesagt, mit meiner PTBS und Depression, wenn ich Videos von denen gucke, ich lache einfach nur ab und es geht mir halt direkt besser. Also Props gehen raus an euch, Leute. Absolut geil. Alicia Joe, im Prinzip dasselbe, das gleiche Prinzip, aber eben vielleicht dann doch nochmal ein bisschen was tiefergehendes, auch aus der Medienwelt und so. Ja, Valulis Daily, dies, das, solche Sachen, genau. Ja, Sturmwaffel wegen seiner geilen Essensvideos und ja. Ansonsten von diesen kontroversen YouTubern fällt mir jetzt eigentlich spontan niemand ein, wo ich jetzt sagen würde, dass ich ihn per se feiere. Das kommt immer aufs Thema an, auf die Umsetzung, dies, das. Genau. Ja.